Gegen alle Mauern. Unangepasste Jugendliche in der DDR. Ein Podcast der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe. Martin Becker ist hier. Hallo. Wir waren wie Kanarienvögel in einem Spatzenhaus, hat Bernd Stracke die Situation der Leute mal zusammengefasst, die Anne Hahn als bunte Leute bezeichnet. Damit wisst ihr schon, worum es heute geht. An den Rand gedrängt heißt die Folge. Und Anne Hahn und Bernd Stracke erzählen, wie heftig der Staat durchgriff, wenn man einfach nur so sein wollte, wie man will. Zusammengestellt hat Tabea Sörgel diese Ausgabe. Aber jede Jugendkultur, die neu aufkam, war erstmal feindlich. Feindlich war nicht die Jugendkultur, die haben sie erstmal gar nicht begriffen. Aber feindlich war dieses Nicht-im-System-Sein, dieses Nicht-konform-Sein. Wir haben doch schöne Jugendorganisationen, FDJ und Pioniere und GST. Könnt ihr überall mitmachen. Ne? Und warum macht ihr denn das? Das können die gar nicht verstehen. Wir haben euch doch eine Heimat gebaut. Und für die war der Rückschluss immer, na, das ist alles vom Westen beeinflusste Dekadenz. Die sind anders, die sind unangepasst, die sind dekadent. Also das ist ja der Ausdruck, den die Staatssicherheit benutzt. Dekadentes Verhalten, Jugendliche, die nicht ins Raster passen, kriegen diesen Stempel und sind damit auch zum Abschuss freigegeben. Also Magdeburg war ja schon eine größere Industriestadt mit 300.000 Einwohnern, glaube ich, ungefähr. Und da gab es so wohl an die 50 bunte Leute. Das waren nicht alles Punks, da waren auch Hippies dabei, ein paar Knastentlassene, also so die üblichen Trinker, die es in jeder Stadt gibt. Aber die haben sich zusammengefunden, weil man zusammen halt besser durchkam. Da waren auch ein paar Theaterleute dabei, ein Fotograf, eine geschasste Germanistin, also so Leute, die aus dem System rausgefallen waren. Und dann so mehr oder weniger zusammenhielten. Es formierte sich natürlich auch immer anders. Nachmittags waren andere Leute dabei als nachts. Und es gab bestimmte Plätze, wo man sich traf. Zu den bunten Leuten Magdeburgs gehört auch Anne Hahn. Sie wird 1966 geboren und wächst in einem Plattenbau im Zentrum der Stadt auf. Ihre frühe Kindheit ist unbeschwert. Doch in der Schule bekommt sie zum ersten Mal die Ungerechtigkeit des Systems zu spüren. Sie darf nicht auf die erweiterte Oberschule, trotz guter Noten. Ein anderer Junge, der viel schlechter als sie ist, wird hingegen zugelassen, weil er sich freiwillig zur Armee verpflichtet. Ihre Eltern sind noch nicht einmal in der Partei. Anne fragt sich damals, was läuft hier schief? Doch sie macht das Beste aus der Situation und wird Krankenschwester wie ihre Mutter. Ich hatte Krankenschwester fertig studiert und hatte eine Absolventenverpflichtung. 3 Jahre hätte ich arbeiten müssen, wo der Staat mich braucht. Und da hatte ich aber dann schon keine Lust mehr drauf, vor allem, weil mir das System im Krankenhaus zu militärisch war. Ich habe gemerkt in den 3 Jahren, dass ich mich schwer unterordnen kann, dass es mir schwerfällt, auf Befehle blind zu gehorchen. Ich habe immer alles hinterfragt, wollte auch was anders machen, eigen machen, verbessern. Das war natürlich nicht erwünscht, das musste funktionieren. Manchmal klaut Anne grüne Hosen aus dem OP und näht sich Schlauchhosen daraus. Zuerst zieht sie in ein Wohnheim. Dann besetzt sie zusammen mit ihrem Freund eine kleine, leerstehende Wohnung in Magdeburg. Ihrer Absolventenverpflichtung als Krankenschwester kann sie sich entziehen, weil sie eine Allergie entwickelt. Bei Partys in Jugendclubs und Studentenwohnheimen lernt Anne Hahn in diesen Jahren den Punk kennen und lieben. Ich habe den Punk gelebt, glaube ich. Und habe die Musik sehr gemocht, habe die Philosophie, wie auch immer man sie interpretiert, sehr gemocht. Es gibt keine Chefs. Ich ordne mich nicht unter. Ich mache einfach mein Ding. Mir doch alles scheißegal. Also scheißegal, was Obrigkeit, Eltern, irgendjemand denkt. Und natürlich auch der anarchistische Gedanke hat mir ziemlich gut gefallen. Also wie wäre es denn aus einem System heraus, in dem wir aufgewachsen sind, wo alles durchreguliert ist bis zum Grab, wenn man das nicht braucht? Welche Lebensform könnte man gestalten? Also wie kann man sich das organisieren? Und das waren die Dinge, die mich gereizt haben. Und das konnte ich mit diesen paar Freunden auf Augenhöhe diskutieren und auch leben. Nicht gegen den Staat zu sein, aber auch nicht alles hinzunehmen und das System besser machen zu wollen. Diese Haltung genügt, um in den Fokus der Staatssicherheit zu geraten. Plötzlich steht man am Rand der sozialistischen Gesellschaft. Und dazu gehörte natürlich auch eine Corona von Leuten, die das
nicht wahrgenommen haben, die das gar nicht hinterfragt haben, die einfach rausgefallen sind aus irgendeinem Grund, aus dem System, aus ihrer Lehre geflogen sind, aus der Schule gefeuert wurden und sich aber äußerlich eben als Punks fühlten. Und die gehörten dann genauso dazu. Also man hat automatisch auch so eine Art Schutzmantel ausgebreitet über alles, was da mit rumkreuchte und fleuchte in der Szene. Aber es war nicht homogen, also ganz und gar nicht. Und es gab auch Hippies, die eigentlich Punks waren, sich aber ihre langen Haare vergessen hatten abzuschneiden. Später organisiert Anne Hahn Punkkonzerte in ihrer Heimatstadt. Ausgerechnet auf sehr offiziellem Weg. Sie bewirbt sich auf eine Stelle beim Stadtrat in Magdeburg und soll Veranstaltungen konzipieren und entwickeln. Diese Stelle ist Voraussetzung für ihren großen Traum. Sie will Kulturwissenschaften in Berlin studieren. Während ihrer Arbeit taucht sie immer mehr und mehr ein in die Szene der Menschen, die sie gern bunte Leute nennt. Sie zieht mit ihrer Clique singend und trinkend durch die Stadt. Ihr Vorteil, wenn es Probleme gibt, sie hat Ortskenntnisse. Und auf einmal, na klar, irgendjemand hat die Polizei angerufen. Dann kamen die mit mehreren Wannen, haben uns versucht einzukesseln und sind dann losgerannt. Dann sind wir auch alle losgerannt. Dann hat noch irgendjemand eine Parole ausgegeben, je nachdem, wer sich gut auskannte, wo wir gerade waren. Rechts hinten ist ein Kindergarten. Zack, dann sind wir über verschiedene Wege im Zickzack dahin, haben uns da in die Büsche geworfen und versucht, eben nicht erwischt zu werden. Und da hatte man Angst, aber gleichzeitig musste ich auch immer lachen. Also hab so gedacht, hey. Hier war ich im Kindergarten, ich kenne die Büsche besser als ihr und sowas. Also es war immer zweischneidig, auch mit der Angst. Einer der Lieblingstreffpunkte von Anne Hahn und ihren Freunden ist damals das Café Lilliput. Das bleibt auch der Staatssicherheit nicht verborgen. Doch die Anwesenheit der Spitzel ist für Anne Hahn und ihre MitstreiterInnen eine willkommene Provokation. Wir haben das auch umgedreht und damit ein Stück Selbstbehauptung uns zurückgeholt. Also, dass wir, wenn wir was vorhatten, uns einen Tag vorher in das Café Lilliput gesetzt haben, wo wir wussten, da sitzen die Spitzel, zumindest die von der K hat man immer erkannt, also von der Kriminalpolizei. Die waren immer ein bisschen schlichter im Gemüt und haben sich dann so mit großen Aktenkoffern hingesetzt, den aufgemacht und sich dahinter versteckt und uns beobachtet. Also es war so offensichtlich, dass wir uns kaputt gelacht haben. Und dann haben wir natürlich auch denen immer laut extra Botschaften gegeben, die auch komplett ernst genommen haben. Ne? Also Mensch, hat sich dann einer von uns in dessen Nähe gestellt. Weißt du schon, morgen gehen wir da und da hin. Und dann sahen wir richtig, wie er mitschrieb. Natürlich waren wir da nicht. Irgendwann eskaliert die Situation im Café Lilliput. Bei einer Polizeikontrolle macht sich Anne über den Polizisten lustig und wird mit ihren FreundInnen des Lokals verwiesen. Die Konsequenzen für sie persönlich sind hart. Am nächsten Tag gibt es vor der versammelten Obrigkeit der Stadt ein regelrechtes Tribunal. Ob sie bemerkt hätte, dass sie mit negativ dekadenten Jugendlichen befreundet ist, ihr wird massiv gedroht. Sie soll schriftlich erklären, mit diesen Leuten nichts mehr zu tun zu haben. Sie weigert sich. Ich würde fast sogar sagen, dass die Aggression weniger im Punk drin steckt, sondern die Aggression wird durch den Punk in der Gesellschaft geradezu hervorgeholt. Und die Leute zeigen zum Teil offen ihre Vorurteile in einer Art und Weise, wie sie sich sonst vielleicht nie getraut hätten. Es erinnert ein bisschen auch an die Art und Weise, wie Karl Eduard von Schnitzler, der Chefpropagandist des DDR-Fernsehens, jeden Montag im Schwarzen Kanal über den Westen hergezogen hat. Diese Haltung wird plötzlich im Mainstream vorgefunden. Hier wird plötzlich geredet über Punk, als sei das wirklich die Pestbeule am Hintern des Sozialismus, die im Grunde genommen vom Westen aus bezahlt ist und eingeschleust wurde. Denn natürlich konnte man hier auch wieder prächtig mit dem Finger in den Westen zeigen, in die sogenannten angloamerikanischen Länder, wo ja all diese Dinge herkamen. Jochen Voigt, Leiter der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße in Erfurt. Die FDJ zum Beispiel, also die offizielle Jugendmassenorganisation in der DDR, die hat sich ja jedenfalls von ihren Funktionären her als eine Organisation gesehen, die in permanenter Revolution sich befindet, weil die Gesellschaft sollte ja sozialistisch umgeformt werden oder jedenfalls in sozialistischer Hinsicht geformt sein. Und die haben sozusagen sich als Berufsrevolutionäre empfunden. Und das war natürlich komplett lächerlich. Und das haben gerade die Punk-Leute auch lächerlich gemacht und haben gesagt, nee, also für uns sieht Revolution oder Rebellion ganz anders aus. Und die haben damit vor allem gemeint, sich
komplett wirklich rauszunehmen aus dem Alltag. Und all diese Dinge, die in der Schule gelehrt wurden und bei der FDJ gang und gäbe waren, also vor allem auch dieses Antreten, dieses Uniformierte, dieses Hand auf den Kopf und Mütze auf und Blauhemd und all diese Dinge, das wollten die einfach nicht mehr sehen und nicht mehr machen. Wir waren wie Kanarienvögel in einem Spatzenhaus, erinnert sich Bernd Stracke später an seine Jugend in Leipzig. Er wird 1963 geboren, macht eine Lehre zum Holzmodellbauer. Zuerst ist er Hippie. Die Themen Frieden und Umwelt beschäftigen ihn. Er geht, obwohl er kein Christ ist, auch in die junge Gemeinde. Er findet also seine Nischen. Hab dann, das war auch während der Lehrzeit, kennengelernt, dass es Räume gibt innerhalb dieser DDR-Gesellschaft, wo man sich trotzdem über Dinge unterhalten kann. Da gab es dann so Studentengruppen, das waren Schwule, die haben sich dann einfach dort getroffen und die haben halt quasi über ihre homosexuellen Netzwerke gesprochen. Und dann gab es Umweltgruppen, die sich halt wirklich mit der Umweltverschmutzung beschäftigt haben. Ne? Leipzig war ja mit Böhlen, Buna, Wolfen, Schkopau, da war ja alles Chemiebuden. Und das war ein Thema, Friedensbewegung war ein Thema, wo dann später das Schwerter zu Flugscharen aufkam, aber auch vorher schon mit den Estermarschzeichen. Und das waren so geschützte Räume, in denen man sich darüber unterhalten kann. Und das hat mich ziemlich angezogen, weil ich ja dann Gleichgesinnte gefunden habe, mit denen ich jetzt nicht unbedingt in meinem Wohnviertel groß geworden bin, sondern die aus anderen Szenen dazukamen, die eben auch Haushalte hatten, ähnlich wie in meinem, wo man so eine gewisse Aufmerksamkeit hatte. Und das war spannend. Dann schneidet er sich die Haare ab, pierst sich selbst mit Sicherheitsnadeln und wird Punk der ersten Stunde. Ich glaube, als wir Punks geworden sind, also wo wir gesagt haben, das Hippie-Ding, das ist irgendwie durch und ist auch irgendwie schon wieder so Mainstream. Es ist okay, es ist nicht FDJ, aber irgendwie gab es das jetzt jahrelang, ist mal gut. Und da gab es dann halt die ersten Punks und das war dann was Neues. Und das war wiederum eine geile Erfahrung, sich auch dann wieder von dieser Jeans-Armee abzugrenzen. Schnell bekommt Bernd Stracke den gesellschaftlichen wie politischen Druck zu spüren. Er wird, wie alle Punks, auf offener Straße bedroht und beschimpft. Doch irgendwann wehrt er sich, antwortet mit Sätzen wie: Oma, du hast deine Hakenkreuzfahne geschwenkt. Wir sind jetzt halt so. Die Repressionen werden stärker. Doch auch junge Menschen wie Bernd Stracke werden es. Das macht auch kreativ. Ja, ich muss ja sozusagen das, was nicht gewollt wird, aber von oben, aber von unten oder von mir gewollt wird, und ich will nicht ewig darauf verzichten. Ich muss Formen finden, wie ich das adaptieren kann, dass ich als normaler Durchschnittsjugendlicher, nicht jeder ist ja ein Rebell, ne, mich nicht selber allzu sehr in Gefahr bringe und gleichzeitig aber mich mit meinen Wünschen und Sehnsüchten ausleben kann. Bernd Lindner ist Soziologe und Historiker und beschäftigt sich seit vielen Jahrzehnten mit der Jugend in der DDR. Die Entscheidung zum Anderssein, erklärt er, hatte radikale Konsequenzen. Man wusste sich sozusagen dann auch mit dem Staat einig, wenn man als Elternteil sagte, so gehst du mir nicht aus dem Haus. Ja, das war sozusagen ein doppelter Kampf für die Jugendlichen. Und natürlich auch gerade gefährlicher als das im Westen, weil letztendlich, wenn ich dann Hippie werden wollte und mich aus allen Regelwerken der Gesellschaft rauskatapultierte, dann bin ich es halt geworden mit einem entsprechenden Preis. Also ich hörte dann bestimmten Sachen nicht mehr dazu oder ich musste halt sehen, wo ich mein Geld verdiene. Und andererseits habe ich eine vollkommen neue Community, ein neues Umfeld gewonnen, in dem ich dann eintauchen konnte und mich wohlfühlen konnte. Sowas ist natürlich in der DDR schwerer gewesen. Es gibt ja unendlich viele Berichte bei der Staatssicherheit, wo sie dann einen Beatkeller ausgehoben haben und dann gefilmt und fotografiert haben. Dem Druck von allen Seiten zum Trotz, Bernd Stracke geht seinen Weg. Er wird nach einer Friedensdemonstration im November 1983 erstmals verhaftet. Er ist in den nächsten Wochen in einer Zwei-Mann-Zelle eingesperrt, mit Ganztagsverhören und Schlafentzug. Und er stellt sich Fragen. Schließlich sitzt er im Gefängnis der Geheimpolizei. Wissen die Eltern Bescheid? Die hatten sich jetzt gerade auch engagiert, meine Eltern. Und es ging jetzt irgendwo mit dieser schizophrenen Situation. Hatten sich da ihre kleine Freiheit im Bungalow an der Ostsee oder in der Wohnung mit dem Westfernsehen eingerichtet. Und jetzt war das ja in Gefahr.
Weil wenn ich jetzt irgendwie total querschieße, dann färbt sich das sofort auf die Familie ab. Also es war ja wie so eine Sippenbeschuldigung, die da kam. Ist es schon Rebellion, wenn man einfach sein Leben in Freiheit lebt? Wenn man zu den bunten Leuten gehört, die ein betongraues System hinterfragen? Für Anne Hahn wie für Bernd Stracke gibt es in der DDR bald schon keine Zukunft mehr. Stracke wird später erneut verhaftet und zu mehr als 1,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Unter anderem wegen Herabwürdigung der sozialistischen Ordnung und Verbreitung von Nachrichten im Ausland, die geeignet sind, den Interessen der DDR zu schaden. Die Bundesrepublik kauft ihn schließlich frei und er kann in den Westen ausreisen. Anne Hahn verliert ihren Studienplatz, wird 1989 bei einem Fluchtversuch an der Grenze in Aserbaidschan festgenommen und wegen versuchter Republikflucht verurteilt. Kurz nach dem Fall der Mauer, am 17. November 1989, wird sie aus dem Gefängnis entlassen. Das waren Anne Hahn und Bernd Stracke, deren Geschichten beide mit der Ausreise in den Westen endeten. In der nächsten Folge gehen wir rein zeitlich einen Schritt zurück und schauen auf die Versuche des DDR-Regimes, Kinder und Jugendliche ganz in seinem Sinne des Sozialismus zu erziehen. Unter anderem wird uns Volker Widersberg erzählen, wie man im Rahmen eines rigiden Systems keine Chancen hatte auf das, was heute Selbstverwirklichung genannt wird. Also ich hätte schon gerne studiert, was meine Interessen waren, war so lange Zeit Kunstgeschichte oder auch sprachwissenschaftliche Bereiche, Richtungen. Und als klar war, dass ich nicht Abitur machen werde, sondern dass ich also irgendwie mir nach der 10. Klasse eine Lehre suchen muss, hätte ich schon gerne auch was anderes gelernt als Fliesenleger. Gegen alle Mauern, unangepasste Jugendliche in der DDR. Eine Produktion von Musealis im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Inhaltlich hat Tabea Sörgel diese Folge vorbereitet, technisch realisiert hat sich Friedhelm Mund und gesprochen hat sie Johanna Geißler. Hier unsere Mailadresse, wenn ihr uns schreiben wollt, büro@bundesstiftung-aufarbeitung.de. Am Mikrofon war Martin Becker, bis zum nächsten Mal.